Lernförderung ist kein politischer Kanal, aber Politik ist Bestandteil unser aller Leben. Sie beeinflusst unser Leben, die Gegenwart und die Zukunft. Und deshalb möchte ich ein Erlebnis mit euch teilen, das mir heute in Wiesbaden passiert ist. Ich saß mit meinem Mann beim Frühstück am Rhein, ganz gemütlich in der Sonne, und am Nebentisch haben wir Omid Nuripur gesehen. Das ist der Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen. Natürlich haben wir uns gefragt, was er da macht, schnell gegoogelt und festgestellt, er hat eine Wahlkampfveranstaltung, direkt am Rheinufer. Neugierig und interessiert, wie wir sind, und da wir auch ein bisschen Zeit hatten, haben wir uns einfach zu der kleinen Menschengruppe dazugesellt und waren gespannt darauf, was dieser Politiker uns zu sagen hätte. Es entspann sich schnell ein lebendiges Gespräch über die aktuellen Probleme unseres Landes, über die Energiekrise, über die Klimakrise, über die Bildungskrise und natürlich auch über den Krieg in der Ukraine. Es war sehr spannend, vor allen Dingen, weil viele verschiedene Meinungen aufeinander trafen. Ich möchte euch jetzt nicht dazu bewegen, die Grünen zu wählen. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich möchte euch dazu animieren, euch für Politik zu interessieren. Schaut doch mal in die unterschiedlichen Wahlprogramme der Parteien. Schaut, was euch da bewegt, was euch interessiert und was für eure Zukunft wichtig ist. Die Ziele haben alle Parteien in ihren Wahlprogrammen niedergeschrieben. Unter dem Video findet ihr einen Link, wo ihr alle Wahlprogramme findet und wo diese verglichen werden. Dieser ausführliche Programmvergleich umfasst alle Parteien, die derzeit im Deutschen Bundestag vertreten sind. Die Wahlprogramme der Bundestagsparteien sind unterschiedlich lang und unterscheiden sich in einigen Punkten extrem. Schaut doch mal rein. Und ja, ich mache dieses Video, um euch dazu zu motivieren, euch aktiv für eure Zukunft einzusetzen. Und am besten geht das, indem ihr euch an der Politik beteiligt, indem ihr gut informiert seid, indem ihr wisst, welche Parteien was wollen und wie sie das durchsetzen wollen. Es dauert nicht mehr lange und die meisten von euch werden selber wählen. Und dann solltet ihr das Richtige wählen, nämlich das, was euch und dem Land gut tut. Ich wünsche euch viel Glück dabei.